Ich glaube, Sie treffen mit TTS, mit den Teilnehmern des Forums ganz besonders. Mit Ihnen haben wir das physisch fast erleben können. Jemand, der einfach sagt, wir müssen es als Gelegenheit begreifen, wir müssen es vorantreiben, wir müssen die Leute auf den Wandel vorbereiten und gleichzeitig auch ist dieser Wandel nochmal so massiv, dass selbst, also die Belegschaft muss sich wandeln und auch noch das Geschäftsmodell möglicherweise gleichzeitig. Das war alles sehr viel und eben dann doch beängstigend, weil es auch einfach ehrlicherweise bedrohlich wirkt oder vielleicht an manchen Stellen ist, wenn man es nicht tut. Haben Sie vielleicht noch eine Botschaft, die Sie genau dieser Gruppe mit auf den Weg geben können, die, wie wir es vorantreiben können, sollen, machen, tun, werden? Ich habe eine zentrale Botschaft, die sich eigentlich an die Unternehmen des Landes richtet. Wir haben, was die deutsche Wirtschaft insgesamt angeht, das größte und schönste Problem, das man sich vorstellen kann. Aber es bleibt ein Problem. Und dieses Problem ist der riesige Erfolg der deutschen Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft ist so wahnsinnig erfolgreich, dass jeder Druck der Weiterentwicklung fehlt. Und gleichzeitig ist diese Weiterentwicklung essentiell nötig. Wir sehen das als wiederkehrendes Muster der Digitalisierung, der digitalen Transformation. Wer den Wandel nicht meistert, der wird untergehen. Und der Wandel ist schneller geworden. Das heißt, die bisherigen Erfolgsrezepte, das, was bis gestern noch fantastisch funktioniert hat, um Weltmarktführer zu sein, aus dem Sauerland heraus, das kann morgen nicht mehr ausreichen. Dieser Wandel, der kommt auf uns zu. Und wir müssen ihn gestalten, wir müssen ihn von der Fortbildung der Mitarbeiter und auch von der Weitsicht des Managements gestalten, solange wir noch die Puste haben, um das auch abbilden zu können. Denn es ist ein nicht besonders preisgünstiger Prozess. Es ist ein Prozess des Lernens und der Erkenntnis, der nicht nur tiefgreifend ist, sondern auch ganze Unternehmensstrukturen in Frage stellt. Ein ganz simples Beispiel: Wenn man sehr, sehr ehrlich ist und Entwicklungen wie Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz und Machine Learning mit einbezieht, dann wäre heute die Frage eines Mitarbeiters, ist mein Job sicher in 5 Jahren, eigentlich ehrlicherweise zu beantworten mit Nein. Dein Job ist nicht sicher, Komma, in der Form, wie du ihn heute ausübst. Aber wenn du bereit bist, dich weiterzubilden, fortzubilden, dann kann es gut sein, dass du in 5 Jahren der beste Mitarbeiter bist, der in einer anderen Abteilung gebraucht wird. Und aus dieser simplen Erkenntnis kann man ganz einfach schlussfolgern: Die Erfolgsaussichten der digitalen Transformation sind direkt verknüpft mit der Fortbildung. Punkt. Punkt heißt Punkt. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Sehr treffend. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Dankeschön.